Hallo und herzlich willkommen aus der Schweiz auf 350 Meter über Meer. Ihr habt gefragt, was denn da alles hängen geblieben ist und wie meine VUCA-Tasche aussieht. Ich möchte gerne sagen, sie ist eingepackt. Sie ist voll und prall gefüllt mit Werkzeugen, die ich zum Teil schon vorher gekannt hatte, die ich aber gerne jetzt mitnehme und die mir ganz viel hilft auf dem Weg zum Facilitator in der Praxis danach. Ich werde euch 5 Bilder präsentieren und jeweils auch 5 Sätze dazu, also 5, ja, wie soll ich sagen, Zitate, die nicht immer ganz eindeutig zugewiesen werden können, aber die immer ein bisschen passen. Hätte ich nur einen Hammer, und das habe ich ja glücklicherweise dank dieser VUCA-Ausbildung nicht, dann wären alle Probleme Nägel für mich. Aber ich habe auch Schraubenzieher, ich habe Feilen, ich habe Schleifpapier, ich habe eine Bohrmaschine. Ich habe also auch Schraubenschlüssel. Ich bin gerüstet für einen Weg in die Zukunft. Mit VUCA. Die nächste Frage ist ja, warum ist denn das bei mir? Ich suche mit meinen Kundinnen und Kunden nach einem gemeinsamen Klang. Für mich ist es so, wenn man miteinander Musik machen kann, dann stimmt es. Dann findet man den Ton miteinander. Und das ist gut. Da muss man verschiedene Instrumente spielen können. Man muss manchmal Dirigent sein, manchmal spielt man den Triangel und manchmal die Pauke. Und vielleicht auch mal die erste Geige. Aber es ist sinnvoll, viele Instrumente zu können, um einen gemeinsamen Klang zu finden. Hier geht der Satz nach Griechenland zu Sokrates. Und ich finde, es ist wichtig, zusammen mit den Kundinnen und Kunden die Begriffe zu definieren, über die man spricht, um eine gemeinsame Sprache zu entwickeln. Und da beginnt dann auch die Weisheit. Die dritte Frage ging ja dahin, und wie sieht es aus mit meiner VUCA-Kondition? Und ich bin der Meinung, meine VUCA-Kondition hat sich stark verbessert. Ich habe einen ökonomischen Umgang mit meinen Ressourcen gelernt, ähnlich wie der Pinguin, der mit einem Liter Benzin quasi 2000 Kilometer schwimmen kann. Also mit der Energie von einem Liter Benzin schwimmt der 2000 Kilometer. Ich kann nicht so weit schwimmen in der Zeit, aber ich denke, meine VUCA-Kondition hat sich stark verbessert. Hier habe ich einen alten Römer dazu genommen und der bringt mich eben auch mit VUCA in Berührung. Die Gewohnheit ist das, was uns hält, und VUCA ist das, was uns rausreißt. Und in dieser Dissonanz drin, da müssen wir uns bewegen. Und ich denke, meine VUCA-Kondition ist so hoch, dass ich meinen Kundinnen und Kunden helfen kann, hier rauszusteigen. Die vierte Frage, die du, Waltraud, gestellt hast, ist, und was ist denn der Profit für meine Kundinnen und Kunden heute und in Zukunft? Und ich denke, der Profit, der geht dahin, dass Co-Operation, das Co-Creation, dieser Teil ist noch viel stärker geworden bei mir. Dieses effektive Miteinander, dieses Win-Win-Win-Denken, nicht nur Win-Win, sondern Win-Win-Win-Denken, das hat sich bei mir etabliert. Noch mehr als schon gewesen ist. Ich habe schon lange so gedacht, aber jetzt hat sie sich noch verstärkt. Hier bringe ich einen Philosophen aus. Nein, es ist kein Philosoph, es ist ein Naturwissenschaftler, der Herr Lichtenberg aus dem 18. Jahrhundert, der eben, ich habe schon mal in den Chat geschrieben, der genau das sagt, dass wenn es besser werden soll, besser, also nicht gleich, nicht immer gleich, sondern wenn es besser werden soll, dann muss es anders werden. Und wenn es anders werden soll, dann muss man es anders machen. Und das ist so das, was ich auch zu meinen Kundinnen und Kunden bringe. Diese neuen Gedanken, dieser Aufbruch in die Vision, dieser Aufbruch ins Unbekannte, aber mit ganz viel Understanding, mit ganz viel Verständnis für andere Positionen, das hat sich verstärkt. Das bekomme ich auch gemeldet von meinen Kundinnen und Kunden. Die letzte Frage, die du gestellt hast, Waltraud, die ging in die Richtung, was hat es bewirkt bei mir?
Und ich bin ja schon eine rechte Zeit mit VUCA unterwegs, mehr im dozierenden Sinn, im Verständnis natürlich auch, aber nicht in der Tiefe. Das hat mir gut getan, in diesem Austausch mit allen anderen, die da dabei waren. Dieses vertiefte Verständnis, das ich entwickeln durfte, dank euren Inputs und dank eurem Querdenken und dank eurem vertieften Denken, das hat bei mir gewirkt, dass ich das Gefühl habe, ja, jetzt verstehe ich es ein bisschen besser und ich kann es virtuoser anwenden, wie die Instrumente, die ich da habe, seien es Werkzeuge oder Musikinstrumente. Und ich glaube, das ist die Wirkung. Ich kann es virtuoser anwenden, ohne lange zu überlegen, macht es Klick und da ist es. Und hier habe ich ganz zum Schluss noch ein wunderbares Zitat, das mir sehr gut gefällt. 19. Jahrhundert, wir haben ja schon das Gefühl, wir hätten es im Griff. Und wir haben ja schon das Gefühl, wir könnten alles planen. Aber eben Planung ersetzt den Zufall durch den Irrtum. Und Chaos, das ist der kreative Grundstock einer jeden Entwicklung, einer jeden Innovation, ist ein bisschen Chaos, die wir dann ein bisschen ordnen und denken dann, oh, das ist doch wunderbar, unser Traum, der Traum der Menschheit. Wir haben das Chaos im Griff. Künefin, sei Dank. Liebe VUCA oder liebe angehende VUCA Facilitators, ich danke euch von Herzen für diese gemeinsame Zeit. Tschüss.